Hallo, hallo, meine Lieben, und gleich das Video im Anschluss daran. Guckt euch unbedingt auch den Haul von Kaufland an, in den ich eben vorher gedreht habe. Ich hatte mir aber gedacht, ich teile das lieber in zwei verschiedene Videos auf. Meine Tochter geht ja in die Türkei für eine längere Zeit und hat jetzt ein paar Dinge eingekauft, die sie als Geschenke mitnehmen möchte. Vor allen Dingen natürlich Süßigkeiten, aber sie hat auch Tee und Ähnliches gekauft. Dafür habe ich einen Vlog eben abgedreht. Es geht aber ganz lustig jetzt hier weiter mit den Süßigkeiten. Ich habe nur jetzt einen anderen Laden. Deswegen dachte ich mir, ich drehe das lieber extra. Das handelt sich nämlich hier um Dinge von Aldi, von Famila und ich glaube, da sind auch einige Sachen von Lidl drin. Wo jetzt was hingehört und wo was gekauft wurde, das kann ich euch jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen. Aber ich denke, das geht auch nicht darum, wo man es gekauft hat. Es sind allgemeingültige Süßigkeiten. Wenn ich irgendwas erkenne und weiß, wo das her ist, dann sage ich euch das natürlich. Aber lasst uns einfach anfangen. Das sind nur, ist nur Schokolade. Ich glaube, da hat sie nicht viel anderes. Oder ich sehe hier noch ein Deo. Aber das können wir im Anschluss ganz schnell einfach auch nochmal uns anschauen. Jetzt geht es erst einmal um die Süßigkeiten, die verschenkt werden wollen, die sie selber essen wollen. Meine Tochter liebt deutsche Schokolade und auch alle Verwandten und Bekannten von ihr. Und deswegen hat sie eine ganze Menge kleiner Geschenke mitgebracht, dass sie für die Zeit, die sie da sind, dann auch alle versorgt sind, dass sich die Verwandten auch freuen. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten und möchte euch zeigen, welche Schokolade dort sehr beliebt ist oder von meiner Tochter gern gegessen wird. Und ich weiß, dass das After Eight gibt es überall natürlich zu kaufen. Ich habe das aber immer bei Lidl gekauft und ich meine, sie hätte das auch bei Lidl oder bei Aldi gekauft, ein von den beiden Geschäften, da gibt es auf jeden Fall After Eight. Wir mögen alle After Eight, also sowohl meine eine kleine Tochter als auch die große Tochter und auch ich liebe After Eight. Ich mag einfach den minzigen Geschmack, obwohl ich sonst Minze nicht gerne mag. Na, also es ist wirklich sehr eigenartig. Ich hasse wirklich Pfefferminztee und ich mag auch den Pfefferminzgeschmack weder in diesen türkischen Joghurts oder ich mag ihn auch nicht in der Suppe. Es gibt ja auch eine türkische Joghurtsuppe mit Pfefferminze. Niemals, ich mag ich nicht. Aber das habe ich schon als Kind gerne gemocht. Also After Eight oder die billigere Variante von Aldi oder gibt es ja auch was günstigeres. Esse ich genauso. Macht für mich auch gar keinen Unterschied. Die hat sie gekauft. Ich habe es sowieso gewusst. Und das nächste, was sie unheimlich gerne isst, ist Jogurette. Und nicht nur sie, sondern auch ihr Mann. Ich muss jetzt hier gerade auf mein Bein und muss ein bisschen mich zurechtrücken. Ich verstehe es nicht. Ich mag nämlich die Schokolade nicht so gerne. Also das wäre das Letzte, wo ich hingreifen würde, wenn ich einen Schokoladenteller vor mir hätte. Jogurette mag ich nicht, mag auch keine Erdbeerschokolade. Also alles, was mit Frucht und Erdbeer und so, muss bei mir nicht Schokolade sein. Ich möchte die reine Schokolade essen, also Nougat, Nuss und das alles in Ordnung oder nur Vollmilch am besten, aber nicht mit Früchten drin. Also das mag ich nicht so gerne. Kokos muss auch nicht sein. Sie hat hier Rittersport. Und Rittersport ist natürlich eine Marke, die ich auch sehr gerne esse. Ihr müsst wissen, ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Aber ohne Frucht, bitte. Und mit Kokos muss auch nicht unbedingt sein. Also wenn ich, wie gesagt, Schokolade esse, dann den reinen Schokogeschmack. Nougat, dafür sterbe ich auch. Und weiße Schokolade oder so, das geht auch klar. Aber nichts möglichst drinne. Nuss ist auch noch in Ordnung, wie gesagt. Jetzt haben wir hier noch Knusperflakes. Nein, muss ich auch nicht haben. Also Rittersport, Knusperflakes. Muss nicht sein. Essig schmeckt, aber die erste Wahl liegt bei was anderem. Hier habe ich eine Winterleckerei und zwar mit gebrannten Mandeln. Kann ich euch jetzt nicht sagen, ob das eventuell mein Geschmack ist. Ich esse gebrannte Mandeln natürlich sehr, sehr gern vom Dom oder vom Hamburger Dom. Hamburger Kind, Hamburger Dom oder von den Weihnachtsmärkten oder so, obwohl die richtig teuer geworden sind. Ne? Also Wahnsinn. Naja, Rittersport, Winterleckerei, gebrannte Mandeln. Was haben wir noch? Hier kommt mir eine Schokolade entgegen. Welche Marke mag das sein? Coqueur. Also habe ich noch nie gesehen, diese Marke Haselnuss. Alpenvollmilchschokolade mit Haselnüssen. Ich könnte mir da Famila vorstellen, weil ich war tatsächlich ganz selten in meinem Leben bei Famila. Wenn nicht, gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals da war. Deswegen vermute ich mal Famila. Hier haben wir noch mal Rittersport Cranberry Nuss. Also Cranberries esse ich gerne, aber in Schokolade, okay, geht durch. Ich esse auch Schokolade mit Rosinen drin zum Beispiel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch klar geht. Jetzt habe ich noch mal einmal Fincare.
Ist das nicht Penny gewesen, Fincare? Ich weiß nicht mehr genau. Also, und das wäre, würde ich auch nicht gerne essen. Ne? Salted Caramel Crisp. Muss nicht sein. Karamell esse ich sehr gerne, aber nicht gesalzen. Man weiß es nicht. Marzipan-Schokolade würde ich auch essen, eben weil ich Marzipan sehr gerne esse und auch Schokolade. Aber erste Wahl wäre bei mir entweder ein reines Marzipanbrot, also diese Marzipan, Marzipanbrote halt, aber nicht so in Schokolade. Und Rittersport ist mir manchmal auch nicht süß genug. Also ich finde das manchmal so ein bisschen herber im Geschmack. Da greife ich dann öfters auch lieber auf eine Billigmarke zurück. Rittersport ist nicht so meine Lieblingsmarke, muss ich gestehen. Natürlich haben wir jetzt hier auch wieder Rittersport Erdbeerjoghurt. Hatte ich schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Erdbeer mag ich nicht so gerne. Winterleckerei, wieder das Gleiche. Wir haben hier noch einmal eine Joghurtte. Nein, und die sind ja so teuer, ne? Kosten die 1,30 oder so, meine ich, pro Packung. Wahnsinn, die waren schon immer teuer. Aber meine Tochter kauft die jedes Mal wieder. Oder war Fincare Aldi? Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung mehr. Nur Siet, auf jeden Fall würde ich die essen. Ich liebe Nougat-Schokolade in allen Variationen. Oh Gott, was haben wir hier? Hier haben wir ein Stollen. Mögt ihr Weihnachtsstollen? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich mag es am liebsten, wenn da auch noch Marzipan drin ist. Wenn ein Stollen ohne Marzipan ist, mag ich ihn nicht so gerne. Er muss schon schön matschig und saftig sein, auch vor allen Dingen frisch sein. Wenn er alt ist, kannst du mich auch mitjagen. Aber dann esse ich ihn richtig gerne. Und ich mag auch gerne Rosinen. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Seid ihr pro Rosinen oder contra Rosinen? Da gibt es ja so zwei Arten von Menschen. Ich liebe Rosinen in allen Variationen und gerade auch im Stollen und am allerliebsten mit Marzipan innen drin. Haben wir dieses Jahr nicht gekauft, weiß gar nicht warum. Wir hatten aber auch so viel Kuchen hier über die Weihnachtstage, deswegen da hat keiner nachgesucht. Haben wir dieses Jahr verpennt. Ganz einfach. Nochmal auf der 8. Und was ist das? Gewürz, Spekulatius-Gewürz. Jetzt habe ich den ganzen Kram hier auf meine neue Brille gedonnert. Bell Bake aus Liebe zum Backen, Gewürz, Spekulatius. Spekulatius-Gewürz. So rum. Entschuldigt bitte. Zutaten: Zimt, Anis, Koriander, Kardamom und Nelken. Ja, damit kann man Spekulatius machen. Steht aber kein Rezept drauf. Ich habe hier noch ein Gewürz. Wahrscheinlich wollen sie sich die Kekse selber machen, die ja nicht immer zu haben sind. Sondern in der Türkei schon gar nicht. Und hier haben wir noch eine Bahnkarte von Bad Oldesloe nach Lübeck. Die sind nämlich nach Lübeck gefahren vorgestern. Von Bad Oldesloe nach Lübeck. Hat gekostet 6,30 Euro eine Fahrt. Kannst mal sehen. Jetzt haben wir nochmal Rittersport Pfefferminz. Nein, nicht meine Geschmacksrichtung. Jetzt noch einmal Rittersport Traubennuss. Geht klar, könnte ich essen. Trauben mag ich, Nuss auch. Hier haben wir Rittersport Weihnachtstraum mit weihnachtlichen Gewürzen. Nein, bitte nicht. Also wirklich, nee. Das habe ich zweimal. Ich glaube, das ist nicht meine Geschmacksrichtung. Die esse ich ganz gerne. Fincare Haselnuss. Wie gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, von welchem Discounter das ist. Jetzt habe ich nochmal Fincare Weiße Schokolade Spekulatius Mandel. Okay, geht klar. Würde ich mal abbeißen wollen. Jetzt haben wir noch eine ganze andere Menge an Süßigkeiten. Ich habe hier noch MM Max Strawberry Cheesecake. Das wäre auch nochmal eine interessante Geschmacksrichtung. Also ein Käsekuchen Schokolade. Wie ein Käsekuchen Schokoladenstück. So, würde ich auch mit gerne mal versuchen. Also das wäre, glaube ich, auch was für die Wurstmama. Käsekuchen liebe ich, weil ich glaube, ich muss mal niesen, Leute. Oh, Entschuldigung. Ich konnte nicht so schnell mehr ausdrücken. Das solltet ihr jetzt nicht mithören. Und Fincare King Size Erdnusskaramell. Die haben wir schon probiert. Die schmeckt nach Snickers, kann ich euch schon mal so im Voraus spoilern. Fincare King Size Schoko und Keks. Ja, Schoko und Keks. Wirklich richtig, richtig lecker. Probiert das unbedingt mehr. Wenn ich bloß draus kommen werde, welcher Discounter das war. Ja, ist gut, Miley. King Size. Neo, nee, ist auch nicht meins. Neo Kekse und Neo Schokolade mag ich nicht so gerne.
Die esse ich ganz gerne mal. Nussbeißer, die erinnern mich an Aldi. Ich meine, das müsste Aldi gewesen sein. Haben wir immer mal gekauft. Und ja, ist in Ordnung, aber auch nicht meine Lieblingsschokolade. Das sind auch die von Aldi, die billig mal. Siehst du, Coqueur? Oder ist das Familia? Also ich weiß auch nicht genau. Naja, auf jeden Fall Coqueur. Nee, das ist doch von Aldi. Also sind die alle von Aldi mit Coqueur. Von Coqueur, von der Firma. Erdbeerjoghurt. Nein. Nein. Was haben wir noch? Wir haben Fincare Edelzartbitterbutterkeks. Orange. Oh nein, bitte nicht. Also das muss nicht sein. Dann haben wir nochmal Fincare Haselnuss. Und nochmal weiße Schokolade mit Spekulatius. Jo, könnte man mal probieren. Dann bin ich hier bei Strümpfen gelandet. Jungen Thermostrumpfhose. Die kann nur für mein Enkelchen gewesen sein. Ich denke mal, dass die dann, ja, Lupilu ist entweder, nee, genau, Lupilu ist doch, entweder ist es Aldi oder es ist Lidl. Egal, Sien war doch aber Lidl. Ne? Sien ist Lidl. Ein Deo-Stift haben sie gekauft. Bin mal gespannt auf den Duft. Das müsste für Männer sein. Pure Freshness. Das riecht so ein bisschen pudrig. Das riecht pudrig. Als wäre das für, als wär das so ein für Kinder oder so. Ist aber natürlich nicht. Das riecht ganz gut. Das ist aber für Männer Aqua. Das gefällt mir mit Sicherheit nicht. Nee, 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 nee. Das riecht nach Meer und riecht männlich. Sowas mag ich nicht. Und ich habe noch eine Zahnbürste für die Jungs gefunden. Denta Lux für Milchzähne. Weich, Kids, 0 bis 6 Jahre. Ja, mein Enkelchen ist 5. Also die sind mit Sicherheit für meinen Enkel. Einen blau, einen rot, einen für einen Jungen, einen für ein Mädchen. Meine Lieben, wir sind durch. Und ich habe hier noch ein paar T-Shirts. Die werde ich aber in meinen Vlog reinpacken, weil sonst wird das Video einfach viel zu durcheinander. Ich hoffe, euch hat interessiert, welche Schokoladensorte ich gerne mag. Und jetzt wisst ihr es ganz genau. Nämlich möglichst ohne Frucht, nur mit die reine Schokolade, mit Nuss vielleicht oder mit Nougat, Nougat oder auch vielleicht Karamell ist auch klar, geht auch klar, alles andere mag ich nicht. Und ihr wisst auch, dass ich Rittersport nicht so gerne esse, aber meine Kiddies sehr wohl und deswegen haben sie hier eine ganze Tüte voll Schokolade eingepackt, die sie mitnehmen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!